Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Reha Klinik und Hirslanden. Grüezi miteinander bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Ein Knorpelschaden im Kniegelenk, das ist etwas, das schon so manche Fußballerkarriere abrupt beendet hat. Aus diesem Grund engagiert sich der Weltfußballverband FIFA zusammen mit der ETH Zürich für die Zukunft der Knorpelersatzforschung. Im Spitzenfußball schenkt man sich heute nichts. Intensität in den Zweikämpfen ist hoch. Athleten werden in jedem Match an ihren Leistungen gemessen. Verletzungen sind darum häufig. Doch nicht nur in der Profiliga gibt es Verletzungen. Der Jürg Egli kennt sich aus. Nach langen Jahren im Amateurfußball hat er schon seinen Rücktritt gegeben beim Firmenfußballclub der Grossbank UBS. Doch ausgerechnet am Ende der letzten Saison passiert es. Im Halbfinale war es ein Zweikampf. Ganz normal. Ich unterstelle meinem Gegenspieler auch keine böse Absicht. Ich würde sagen, es ist einfach dumm gegangen. Wir sind ein bisschen unglücklich aneinander geraten und dann habe ich ein Knacksen gehört im Knie. Der Jürg Egli hat einen Knorpelschaden. Er kommt damit in die Schultestklinik. Der Defekt ist von Auge gut sichtbar. Ja, an der Stelle ist der Knorpel kaputt. So rosa durchscheinend ist der Knochen dann zu erkennen. Und das ist eigentlich normaler Knorpel. Auf natürliche Art tun sich Knorpelzellen beim erwachsenen Menschen nicht vermehren. Darum hat der Professor Matthias Steinwachs am Jürg Egli schon einige Zeit vorher Zellen aus seinem eigenen Knorpel entnommen und die dann im Labor in einer Nährlösung vermehrt. Eine Knorpelzellentransplantation ist allerdings eine Methode, die nur bei jüngeren Patienten mit sehr begrenzten Schäden funktioniert. Das heisst, es geht jetzt darum, die Form und Größe des Defektes auf eine Folie zu übertragen, mit der wir dann nachher das Transplantat zuschneiden können, damit das passt. Eine Alufolie wird jetzt in den Platz reingedruckt, so gibt es ein Förmli. Das Förmli braucht es am Schluss als Schnittvorlage. In diesem weißen Stück aus Kollagen, eine Eiweißstruktur, die auch im echten Knorpel vorkommt, sind die künstlich vermehrten Knorpelzellen. Mit Hilfe der Schnittvorlage schneidet man das Transplantat passgenau aus. Dann wird der Knorpelplatz eingenäht. Es geht dann gut 6 Monate, bis sich das Kollagen abbaut und die Knorpelzellen selber neues Gewebe gebildet haben. Diese Methode wird vor allem bei Sportlern eingesetzt. Nach der Operation erwartet sie ein spezifisches Muskelaufbauprogramm. Wenn Sie etwa auf einem Muskelniveau 80% der Gegenseite sind, dann gehen Sie in Ihr sogenanntes sportspezifisches Aufbautraining wieder zurück. Also das heißt, der Fußballer wird dann in der Physio speziell auf die Funktionen trainiert, die man braucht fürs Fußballspielen. Erster Kongress der Gesellschaft für Arthroskopie und Gelenkchirurgie in Zürich. Der Kongresspräsident Professor Steinwachs stellt der internationalen Ärzteschaft den Leiter des medizinischen Programms der FIFA, den Professor Jiří Dvořák, vor. Die FIFA finanziert mit 5 Millionen Franken während 10 Jahren eine Professur an der ETH Zürich für Knorpelersatzforschung. Ja, es ist für die FIFA wichtig, weil die Knorpelverletzungen sind weitaus die häufigsten, sei es im Sprunggelenk, Kniegelenk, das sind die häufigsten. Und die Knorpelverletzungen führen im Langzeitverlauf zu Früharthrose und dann hat man eigentlich nur einen Ausweg, das sind die künstlichen Gelenke. Und wenn hier FIFA etwas beitragen kann, punkto Forschung, dann wäre das ein enormes Gewinn. Die Grundlagenforschung von dieser ETH-Professorin könnte im Idealfall bewirken, dass künstliche Gelenke in Zukunft überflüssig werden. Doch bis dahin ist es für Marcy Zenobi Wong ein langer Weg. Auch hier im Labor arbeitet man mit körpereigenen Knorpelzellen, die man vermehren tut. Doch die haben noch einen Haufen Nachteile. The tissue that's formed in the current repair is more like a scar tissue.
Die Knorpelzellen, die man bis jetzt gezüchtet hat, gleichen in ihrer Struktur eher dem vom Narbengewebe. Wenn der Sportler mit dem wieder zurück in Einsatz geht, degeneriert das Gewebe unter Belastung viel schneller als normal. Gelenkprobleme und Arthrose sind die Folge davon. Geforscht wird nicht nur an den Knorpelzellen selber, sondern auch an der idealen Umgebung, das Gerüst um die Zellen herum. Das Kernstück ist der sogenannte Bioprinter. Zellen und Biopolymer können in einzelne Druckerpatronen abgefüllt werden. Der Bioprinter druckt dann den Zellenmix in dreidimensionale Strukturen aus. Das soll dann gleich gut halten wie der natürliche Knorpel. So the conservative method doesn't really offer control over the environment. Die konservativen Methoden, die wir bis jetzt kennen, geben uns keine Kontrolle über das Mikroumfeld der Zellen. Dabei wird das Zellen so beeinflussen, damit sie geheilt werden könnten. Unsere Forschung möchte Faktoren wie Sauerstoffgehalt und Stabilität vom Biomaterial rund um die Zellen beeinflussen. Das sind die Erfolgsfaktoren für eine Heilung. Die Zukunftsvision sieht so aus. Nach einem Knorpelschaden im Knie tut man das Gebiet ausstanzen. In der Untersuchung tut man dann berechnen, was für Knorpelzellen und welches Gerüst es für diesen Schaden braucht. Im Bioprinter kommt dann die gewünschte Knorpelzellenstruktur raus, die man nachher wieder implantieren kann. Das wäre es bei Checkup, das Gesundheitsmagazin. Bleiben Sie gesund und auf Wiedersehen. Checkup, das Gesundheitsmagazin, wird Ihnen präsentiert von Reha Klinik und Hirslanden.